Als ich mich vor 3 Jahren zum ersten Mal in einer Kolumne mit dem Todeskampf des Genitivs befasste, war ich mir der Tragweite des Problems gar nicht bewusst. Ich hatte ein paar harmlose Bemerkungen über den Rückgang des Genitivs hinter bestimmten Wörtern wie wegen, angesichts und während zu Papier gebracht. Wem wird heute noch wegen des Gestanks übel, nicht? Und wer empfindet noch Mitleid angesichts des Hungers in der Welt? Den meisten wird wegen dem Gestank übel. Und Mitleid gibt es, wenn überhaupt, nur noch angesichts dem Hunger in der Welt. Darüber schrieb ich also seinerzeit und ahnte nicht im Geringsten, dass dies nur die Spitze des Eisbergs war. Aufgrund der vielen Zuschriften, die ich nach Erscheinen meines ersten Buches erhielt, dämmerte mir schließlich, dass ich, indem ich an der Spitze des Eisbergs gekratzt hatte, auf etwas viel Härteres gestoßen war, nämlich auf dem Eisberg seine Spitze. Wer wie ich in einer genitivfreundlichen Biosphäre aufgewachsen ist, macht sich nicht immer klar, dass Michaels Mutter und Lauras Freunde für viele, wenn nicht gar für die meisten Deutschen, dem Michael seine Mutter und der Laura ihre Freunde sind. Im gesprochenen Deutsch wird der Genitiv gern umgangen. Deshalb heißt es ja auch Umgangssprache. In den meisten Dialekten kommt er überhaupt nicht mehr vor. Dort ist er dem Dativ seine fette Beute geworden. Wenn man im Rheinland den Besitzer einer Tasche ermitteln will, so habe ich es vom großartigen Kabarettisten Konrad Beikircher gelernt. Nehmen wir zum Beispiel dieses geschmackvolle Herrenhandtäschchen, ja, Modell Horst Schlemmer. Horst, bist du hier? Schätzelchen. Hase, ist deine Tasche vergessen? Ja. Dann stellt man also die Frage so: Wem singt Tesch ist dat? Mit wessen Tasche ist das? Brauche man es gar nicht erst zu versuchen, sagte Beikircher mir. Das versteht der Rheinländer nicht, da guckt er weg. Der Wemsing-Fall, also der besitzanzeigende Dativ, regelt klar und verständlich, was Sache ist und vor allem, wem seine Sache es ist. Die Frage, wem sein ist das, kann man übrigens auf verschiedene Weisen beantworten. Konsequent drittfällig wäre die Antwort, das ist mir. Manch einer schaltet bei der Antwort aber in einen anderen Fall und dann kommt es bisweilen zu Wortwechseln der folgenden Art. Werfen wir doch mal einen Blick hier. Oh, Horst. Wem seine Unterhose ist das? Antwort, ich. Das beste Hochdeutsch wird ja angeblich in der Region Hannover gesprochen. Das wird jedenfalls immer wieder gern behauptet, besonders von Hannoveranern. Und ausgerechnet dort findet man einen Dativ in Stein gemeißelt, der es in sich hat. Vor dem Bahnhof in Hannover steht ein Reiterdenkmal, das Ernst August von Hannover zeigt. Nicht den mit dem Regenschirm und dem bewässerten türkischen Pavillon, sondern den einstigen König und dessen Pferd natürlich. Klar, sonst wäre es kein Reiterdenkmal. In den Sockel sind die Worte eingemeißelt: Dem Landesvater sein treues Volk. Das ist zugegebenermaßen etwas missverständlich. Hätte der Graveur hinter den Landesvater einen Gedankenstrich gesetzt, wäre die Sache klar, dann lese sich die Inschrift so, wie sie aller Wahrscheinlichkeit nach gedacht war. Dem Landesvater gewidmet, gezeichnet sein treues Volk. Ohne Gedankenstrich aber liest man die Inschrift in einem Rutsch durch und wundert sich, sollte dies am Ende gar kein Denkmal für den König sein? Hatte es vielmehr der König selbst in Auftrag gegeben, um sein Volk zu ehren? Wenn das zutrifft, dann hatte Ernst August offenbar eine Genitivschwäche. Der eine hat eine Blasenschwäche, der andere eine Genitivschwäche. Es schwächelt im Hause Hannover.
Oder aber der Graveur war ein heimlicher Marxist und hat die Widmung für den König extra so gesetzt, dass man sie auch als Widmung für das Volk deuten konnte. Doch das sind Spekulationen. Wahrscheinlicher ist, dass dem Graveur sein subversives Handeln gar nicht bewusst war und dass er in Wahrheit ein unbescholtener Mann war. Denn im Königreich Hannover galt wie überall, wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Das heißt, nicht ganz wie überall, denn in Köln würde man wahrscheinlich eher sagen, wem sing Brot ich ess, dem sing Lied ich sing. Dankeschön.